herzlich willkommen zurück bei Fittorial. Heute geht es wieder darum, die Basisübungen zu erweitern. Letztes Mal haben wir euch gezeigt als zweite Übung die Liegestütz. Und jetzt geht es darum, wie können wir das Ganze nochmal variieren, damit wir eben nicht immer nur dieselbe Art von Übung machen. Ja. Wir haben euch ja schon gezeigt, die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, die können wir ja gerade nochmal kurz zeigen. Können wir nochmal schnell durchgehen, ne? Ja. Also, fangen wir mal mit der Einfachste an. Einfachste wäre jetzt Vierfüßlerstand. Und dann einfach die Brust zwischen die Hände sinken lassen. Hab ein bisschen was von Beten. Passt zu dem Land, in dem wir gerade sind. Wichtig ist, Blick zwischen die Fingerspitzen. Und nicht das Kinn nach vorne ziehen. Das hat immer so ein bisschen was von so einer Taube. Gudu, gudu. Und jetzt wollen wir es ein bisschen schwieriger machen. Also die Knie etwas nach hinten. Genau. Und dann das Gleiche. Oh, der Boden ist angenehmer. So, wenn das auch noch zu leicht ist, der geht dann auf die Füße. Ja, beziehungsweise ich zeige dann parallel die Variation, die es noch gäbe. Genau. Ich gehe halt auf den Zehen tief und drücke mich auf den Knien wieder hoch. Dann habe ich so eine Zwischenstufe. So, genau. Mit dieser Handbreite haben wir jetzt ein gutes allgemeines Workout. Jetzt kann man eben variieren, indem man die Arme noch was breiter setzt, um noch mehr auf Brust zu gehen. Muss man immer aufpassen, dass man es richtig macht. Genau. Ich sehe schon deine Sorgen. Ich mach mal, wie ich es machen würde. Du kannst mich ja korrigieren, falls es nicht richtig ist. Ja. Wenn ich jetzt richtig breit setze, so, und dann würde ich so und wieder hoch. Ja, maximal bis auf Schulterhöhe auch. Hast du auf jeden Fall dein Gelenk geschützt. Ja. Und ich sehe so, der Sinan hat immer gern die Füße sehr eng, wenn er einen Liegestütz macht. Wenn man noch nicht so lange dabei ist, du sagst, das ist nicht so gerade meine Paradeübung, wenn du die Füße etwas weiter setzt, dann bist du stabiler. Stabil. Und die nächste Möglichkeit wäre jetzt eben das Gegenteil davon, die Hände ganz, ganz eng, also unter eng. Die Schulter. Und dann trainieren wir sehr stark den Trizeps. Ja. Das wäre dann so. Und schön hier so runtergehen. Genau, das heißt, die Ellbogen schrabben quasi an den Rippen entlang. Du spürst den Stoff deines T-Shirts innen an deinem Oberarm. Ziehst die Ellbogen Richtung Taille. Ja. Auch hier gerne maximal bis auf Schulterhöhe. Das ist einfach immer, um das Schultergelenk möglichst zu schützen. So, jetzt haben wir uns überlegt, was man auch noch einstreuen könnte, wäre so eine dynamische Geschichte. Plyometrische Push-Ups. Zeig mal. Zeig mal. Ich fange auch hier mit der leichten Variante an, also setz die Hände weit wie für einen Brustliegestütz und dann sinkst du und tappst immer mit einer Hand diagonal gegen deine Schulter. Das versuche ich doch mal. Das kann der starke Sinan auch gerne auf den Zehen machen. Probier mal, ob der starke Sinan das überhaupt kann. Ja, gib dir Mühe, Kamera läuft. Und möglichst ohne halt aufzutwisten, aber es sieht gut aus. Also wenn man merkt, man dreht hier in der Hüfte auf, jedes Mal, wenn man die Hand löst, dann lieber auf die Knie gehen. Ja, so. Dafür auch muss ich auch die Füße aber breiter stellen. Siehst du, da haben wir das Thema Stabilität. Ja. Das Ganze kann man auch im Tempo variieren, dass man eben schneller löst. Und man kann auch hingehen und sagen, ich löse einfach beide gleichzeitig. Das dann aber immer noch schön in den Liegestütz wieder tief gehen. Das mache ich jetzt aber nicht mit den Füßen, das kann ich leider nicht. Ein paar Wochen. In ein paar Wochen, wenn ich genug Fittorial gemacht habe. Und dann wollen wir noch eine dynamische Übung zeigen. Du nennst es angreifende. Genau, in dem Programm, das ich normalerweise unterrichte, würde ich das als angreifende Cobra bezeichnen. Okay. Aber du startest so in der Kindspose, schiebst also den Po zurück auf die Fersen und tauchst dann mit der Brust nah am Boden zwischen deinen Händen durch. Auch hier ziehst du die Ellbogen Richtung Taille, wie ein Trizepsliegestütz. Der Sinan ist jetzt in den Hund nach oben gegangen, pusht sich also weg vom Boden, schiebt den Fußrücken in den Boden, bin ich mir sicher, spannt den Po super fest an und zieht die Schulterblätter zueinander. Die Brust ist so genau stolz so wie möglich. Sehr gut. Und ich bin in der Baby-Cobra, das heißt, ich habe kein Gewicht in meinen Händen, spanne auch den Po an, Schulterblätter zueinander, blick so sanft Richtung Boden. Dann habe ich auch hier gleichzeitig den Rücken sogar noch involviert und schiebe mich wieder zurück. Ja, und das, wir stehen mal wieder auf, sieht schöner aus.
Diese Übungen kann man eben jetzt auch wieder in seinem Basisworkout variieren und so kriegt man den Muskel mit ein paar Wochen, Monaten auf Trab. In diesem Sinne, anstrengendes und gutes Training.